mein Name ist Jonas oder auch Jojo und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, meine Rolle ist Jojo in der Serie Krass-Klassenfahrt in der neuen vierten Staffel. Wir haben eine neue Klasse auf Klassenfahrt geschickt und jetzt gerade immer montags, mittwochs und freitags um 16 Uhr auf YouTube gibt es neue Folgen. Dazwischen immer an den Zwischentagen kleine Extra-Szenen, die man auch nicht verpassen sollte, um die ganze Story zu verstehen. Und ich möchte heute wieder die Gelegenheit nutzen, um mit euch in ein paar Szenen vorab reinzuschauen und vor allem auch über die Hintergründe der Serie so zu sprechen. Ihr bekommt hier alle Insider-Infos zu Krass-Klassenfahrt Staffel 4 und natürlich auch zu allem, was sonst auch so geplant ist. Also vielleicht kommt da ja noch ein Musikvideo im Laufe der Staffel oder zwei Musikvideos. Und wie sieht es eigentlich aus? Wird es mit Krass-Klassenfahrt noch lange weitergehen oder ist das die letzte Staffel? All das erfahrt ihr heute in dem Video. Ihr könnt mir auf Instagram ganz viele Fragen dazu stellen, die ich heute auch alle beantworten möchte. Und genau, damit ist dieser Kanal hier die Quelle, neben Promiflash, die auch aktuell anfangen, ganz viel über Krass-Klassenfahrt zu berichten, die Quelle, um alles zu da. Jetzt ist gerade jemand auf diesem E-Roller hingefallen draußen. Okay, aber es laufen schon Leute hin, um zu helfen. Ja. Deswegen kann ich hier sitzen bleiben. Haltet mich nicht für einen schlechten Menschen, es wird wirklich geholfen. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, bekommt ihr hier alle Hintergrundinformationen zu der neuen Staffel und ich würde sagen, lasst uns nicht ganz lange drum herum reden. Ihr könnt mir natürlich auf Jonas Rutger auf Instagram, hier einmal meinen Benutzername eingeblendet, findet ihr auch direkt oben in der Videobeschreibung als ersten Link. Die erste Frage ist zwar keine Frage, aber ich finde die neue Folge ist so nice, ich bin gespannt auf die nächsten Folgen. Mega, das freut uns auf jeden Fall unglaublich zu hören. Es war ja für uns auch eine sehr spannende Sache jetzt. Den einen oder anderen Kommentar gibt es auch noch dazu so, dass Leute sagen, ich vermisse die alte Klasse. Aber es fühlt sich gerade einfach recht cool an, so eine neue Story an den Start zu bringen. Und das heißt ja auch nicht, dass wir die ganzen alten Charaktere nie wiedersehen. Uns hat die Zusammenarbeit da natürlich auch mit allen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wäre natürlich mächtig cool, wenn dann irgendwann auch mal so, ja, Schulklassen aufeinandertreffen können. Wir warten das Ganze aber mal ab. Warum bleiben nicht die alten Schauspieler noch da? Das habe ich auch schon in vorigen Videos immer mal wieder beantwortet. Wir haben ja wirklich über 3 Staffeln die Story dieser Klasse erzählt. So ein bisschen fehlt uns da auch die Idee, wie kann es jetzt noch weitergehen. Wir hatten eigentlich schon einige Stories uns überlegt, die auserzählt und so. Und deswegen brauchen wir mal ein bisschen frischen Wind. Ja, frischer Wind ist auch der Titel dieses Videos. Nee, hoffentlich nicht, dann schaltet niemand ein. Welche Rolle magst du mehr, Jojo oder Zeus? Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass meine Rolle Zeus eine große Entwicklung gemacht hat, von einem rausgewählten, unbeliebten, mit Selbstmord drohenden Stalker hin zu einem Sextherapeuten, der auf einmal sehr beliebt war in der Klasse. Und jetzt in der neuen Klasse spiele ich ja Jojo, ein Junge, der ein bisschen ein Kind geblieben ist, oder was heißt ein bisschen sehr extrem Kind geblieben ist. Einfach bei dem hat die Pubertät noch so gar nicht eingesetzt. Der spielt sehr gerne Sachen, hat jetzt auch einen kleinen Sprachfehler. Das war auch so witzig, ich habe dann teilweise immer mit dieser Mütze auf. Ich bin ja einerseits dann in der Serie als Schauspieler mit dabei, führe aber gleichzeitig auch Regie. Und zwar immer, wenn ich diese Mütze auf hatte und Regieanweisungen gegeben habe, konnten mich die anderen immer nicht mehr so ernst nehmen. Und irgendwann fängt man dann auch, wenn man in der Rolle die ganze Zeit lispelt, auch in echt an zu lispeln. Auf jeden Fall mega, mega lustig. Hier ist auch mal eine ganz kleine Szene, wer Jojo ist. Komm schon, Jojo! Jolo! Komm schon, Jojo! Jolo! Okay. Oh nein! Ich hab mich verirrt! Genau, und wenn ihr noch Fragen zu der Rolle habt, dann schreibt die sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat, das zu spielen. Und was mich noch viel mehr freut, ist, dass tatsächlich einige in die Kommentare schreiben, sag mal, habt ihr eigentlich den Film Split gesehen? Dieser Jojo erinnert ja total an den Hedwig aus Split. Das ist ja derjenige, der so unterschiedliche Persönlichkeiten in sich vereint und ja eine Persönlichkeitsstörung hat und die dann alle spielt. Und ich habe mich wirklich auch sehr an Hedwig orientiert. Einige haben es auch gesehen, so diese Szene, wird man durch Küssen schwanger? Das stellt eben auch der Hedwig in diesem Film als Frage. Das haben wir so ein bisschen übernommen. Warst du eigentlich schon mal verliebt? Mhm. Nein. Sag mal Klettergerüst. Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau geküsst. Nee, ich habe auch noch nie ein Mädchen geküsst. Echt nicht? Mhm. Wird man mich küssen schwanger? Jojo. Es gibt auf jeden Fall noch eine riesengroße Background-Story zu Jojo. Er ist ja auch felsenfest davon überzeugt, dass seine Eltern Geheimagenten sind und wir werden auf jeden Fall in den kommenden Folgen noch erfahren, was es damit auf sich hat. Es gibt auch die ein oder andere lustige Szene und gerade wenn wir jetzt Musikvideos releasen, bin ich auch mal gespannt. Jojo muss eigentlich, irgendwann muss er auch mal einen Song rausbringen. Ich bin eigentlich, ja, schreibt es mal immer in die Kommentare jetzt schon bei den ganzen Folgen. Jojo, wir brauchen einen Song von dir, damit ich nächste Staffel mit Jojo einen Song produzieren kann. Wo habt ihr das gedreht? Wir haben in der Nähe von Warschau gedreht. Das wird jetzt aber in der Serie gar nicht groß erzählt. Auf jeden Fall ein mega schönes Haus. Wie geil wird's von 1 bis 10? Eine 10. Solide, kleine 10. Eine kleine 10. Keine große 10, aber eine kleine 10. Nein, warum ist Kekse TV oder so Single? Cheyenne hat ja mit ihm Schluss gemacht öffentlich. Das war ja die Freundin von Staffel 1 bis 3. Jetzt ist er sitzen geblieben und wieder offen für neue erotische Liebeserfahrungen. Wird das die letzte Staffel sein? Wenn nein, wie viele gibt es noch? Dadurch, dass es jetzt eine neue Klasse ist und diese Staffel sehr, sehr offen enden wird, mit einem Knall und einem Schock und
Ja, ich bin mal sehr gespannt, was ihr zum Staffelfinale sagen werdet. Aber es wird auf jeden Fall, die fünfte Staffel ist jetzt schon in Planung, die drehen wir im November, sodass dann hoffentlich auch die Pause dieses Mal nicht ganz so lang wird, sodass sie dann schon Anfang Dezember wieder an den Start gehen kann. Wir geben da wirklich mal unser Bestes, so schnell wie möglich zu sein. Und ja, das heißt, die nächste Staffel ist auf jeden Fall schon in Planung. Wir planen auch schon Staffel 6 fest. Und dann muss man natürlich mal beobachten, wie so der Kanal läuft, wie die Folgen so bei euch ankommen. Auch das war jetzt ja so ein bisschen ein Experiment von uns. Finde ich auf jeden Fall cool, dass ihr auch alle so diesen Schritt jetzt mitgeht und dass euch die Folgen gefallen, freut mich natürlich umso mehr. Und ja, wir planen tatsächlich noch immer weiter und so, aber jetzt sind mit der Klasse erstmal wieder 3 Staffeln geplant und dann muss man mal gucken, was danach passiert. Infos dazu bekommt ihr natürlich hier immer auf diesem Kanal. Hat Krass Klassenfahrt ein FSK-Alter? Ich würde mal sagen, die Serie ist so für Leute, also für Kinder, Jugendliche in der Pubertät, das ist auch so ein bisschen der Unterschied so zu anderen Formaten. Also wir versuchen ja jetzt nicht irgendwie falsche Werte zu vermitteln oder gar keine Werte zu vermitteln. Klar, wir erzählen an sich eine Stereotypen bestätigende Story und so, aber rücken das Ganze ja auch ins rechte Licht. Zum Beispiel Fly ist jetzt ja auch als neuer Fuckboy am Start, aber wie und ob er Fuckboy ist, was das alles noch damit auf sich hat, das löst sich nach und nach auf. Das heißt, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Leute eine Folge gucken und dann sagen, ey, was ist das für ein RTL-Müll? Weil wenn man, glaube ich, die ganze Story verfolgt, dann wird hoffentlich klar, dass wir so ein bisschen schon versuchen, mehr draus zu machen. Ich checke das mit den Charakteren nicht so. Zählt vielleicht mal alle auf und drum und dran. Gibt ein Video auf meinem Kanal, wo ich alle Charaktere vorstelle. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn es Fragen dazu gibt. Könnt ihr mal einen Krass Klassenfahrt-Kinofilm machen? Die Idee haben wir tatsächlich schon mal besprochen. Wäre schon echt krass, wenn wir das, ja, ist immer so ein bisschen natürlich auch ein riesengroßer Aufwand, aber die Ideen sind da. Mal gucken, ob wir es irgendwann wirklich umsetzen. Warum kann Nika, in Klammern Madison, nicht reden? Die Frage ist ja, ob sie nicht reden kann. Da gibt es übrigens gerade einen sehr aktuellen Upload noch dazu. Es hat tatsächlich mit ihrer Schüchternheit zu tun, dass sie sich einfach nicht überwinden kann, vor anderen den Mut zu finden, zu reden. Ich kann euch eins versprechen, sie wird noch den Mut dazu finden, aber vielleicht ja nicht übers Sprechen, sondern übers Singen, sich anderen zu öffnen. Und ja, werden wir auf jeden Fall alles noch diese Staffel verfolgen. Auf jeden Fall hat Nika als Madison eine richtig coole Entwicklung so die ganze Staffel. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Storyline, die auch sehr emotional funktionieren wird und freue mich da schon drauf, wenn das jetzt im nächsten der Serie online geht. Keine Frage, ich finde Jojo mega süß. Ja, vielen, vielen Dank, das freut mich natürlich sehr. Ist zwar keine Frage, aber ich habe einfach geweint, als Fly deinen Drachen kaputt gemacht hat. Ich habe auch geweint. Drachensteigen macht wirklich Spaß, ist mir da klar geworden. Ja. Wollt ihr eigentlich mal das Jojo-Fragen beantwortet? Dann schreibt auch das gerne mal in die Kommentare. War es schwer, ernst zu bleiben, als du Jojo gespielt hast? Ich feiere ihn. Absolut. Also es war wirklich absolut schwer. Mega, dass du ihn auf jeden Fall feierst. Das freut mich. Aber am Anfang habe ich auch so gedacht, boah, bringe ich das jetzt? Ich habe mir so ein bisschen vorher überlegt, wie spreche ich die Rolle so? Und das dann aber vor allen Leuten dann auch irgendwann in den Szenen zu spielen so. Und alle hatten irgendwie Schwierigkeiten, ernst zu bleiben. Aber jetzt so ein bisschen, dadurch, dass es erstmal etabliert ist, jetzt bei der nächsten Staffel wird es dann, glaube ich, auch leichter, Jojo dann weiter zu spielen. Bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Sind das solche Kinder-Tattoos, die Jonas Ems hat? Nee, alles echte Tattoos. Er hat ja auch jede Folge mehrfach andere Tattoos und so. Da haben wir ständig gewechselt. Wir hatten einen Tätowierer am Start, am Set. Nee, es sind wirklich solche Kinder-Tattoos. Aber erstaunlich, wie lange sowas hält. Also spannend, sowas mal auszuprobieren. Eigentlich müssten wir die Kenneth, sage ich schon. Entschuldigung, Staffel 4, die McLarry-Tattoos irgendwann mal rausbringen. Wird es Sex? Ja, es wird Sex. Auch bei Krass Klassenfahrt wissen wir alle, es wird Sex. Wie hast du es geschafft zu lispeln? Ich habe die Zunge so nach vorne, die Zunge so nach vorne geschoben, wie beim TH im Englischen, die Zunge. Wie findest du es, dass Jonas und Denise getrennt sind? Warum wolltest du Jojo sein? Mein Nachname ist Jojo. Dein Nachname ist Jojo? Crazy. Hallo, ich bin Jonas Jojo. Jojo als Nachname? Das musst du mir mal klären, wenn du dieses Video schaust. Steht nur Carina auf Joelle oder auch Joelle auf Carina? Carina und Joelle sind ja Stiefgeschwister. Und die Frage ist ja, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Elite geschaut habt. Ich bin jetzt durch mit der Staffel. Irgendwie witzig, dass die parallel auch so eine Storyline haben. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, wer hier auf wen steht. Und was ist eure Meinung dazu? Findet ihr es okay, wenn Stiefgeschwister zusammenkommen? Oder findet ihr, sowas hat auch schon irgendwie was Verbotenes? Eure Meinung dazu würde mich sehr gerne mal in den Kommentaren interessieren. Sind Sonny und Jan in Real zusammen? Das ist eine gute Frage, die ich mit Nein beantworten kann. Ja, die sind nicht zusammen, echt. Sonny ist ja mit Marcel Scorpion zusammen, den ihr sicherlich auch alle kennt. Der muss auch mal vorbeischauen in Krass Klassenfahrt. Gibt es wieder Drogen? Ja, gibt es, aber wir thematisieren auch die Konsequenzen davon. Und die letzte Frage, die ich noch beantworten möchte, wird es spannend?
Es wird, glaube ich, spannender als alle Staffeln davor, wenn man bis zum Ende dran bleibt. Das hier mal noch als letzter kleiner Spoiler. Und genau, es wird jetzt auch noch Musikvideos geben. Ich zeige schon mal einen ganz kleinen Ausschnitt, bis hier dran geblieben ist, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Wir suchen ganz mal wieder. Schreibt alle eure Fragen in die Kommentare, lasst ein Abo da. Und dann bis Can. Bis Can. Ciao, Freunde.